Hallöchen Leute, seid ihr bereit für weitere 20 Minuten voller Spannung? Ich bin's jedenfalls und wir zocken deshalb einfach weiter. Black Mesa Source, ja, Part 6. Gut, genau, hier habe ich mich gewundert, ob wir hier eigentlich einfach so runtergehen hätten können. Was hier unten ist, weiß ich nicht genau. Was hier hinter ist, weiß ich auch nicht genau. Also jedenfalls mal sehr viel Energie. Lebensenergie und normale Energie und das Vieh kämpft irgendwie gegen die Headcrabs und besiegt uns alle. Aber jetzt müssen wir. Wow! Das ist neu. Das ist neu. Das Vieh schießt jetzt anders. Ich könnte vielleicht mal versuchen, mit einer Granate zu werfen. Speichere hier lieber erstmal. Da muss ich mal angewöhnen, in dem Spiel ein bisschen aufzuspeichern. Okay, es hat nicht geklappt. Und kabumm, ja. So, jetzt hat's geklappt. Oh, das freut mich natürlich. Sind da jetzt explodiert. Okay, hier hängen auf jeden Fall überall diese Viecher runter. Die Stelle kann ich mich, glaube ich, sogar noch erinnern. So, und das bedeutet, wir dürfen hier nicht einfach so runter. Und rennen deshalb nochmal zurück. So, den mit der Granate hätten wir jetzt mal. Dann speichern wir hier nochmal und dann schauen wir, was wir hier unten. Hallo? Haben? Hallo? Okay. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ah, dafür sind wir jetzt hier unten, glaube ich. Genau. Gut, da wir das Vieh hier unten schon getötet haben. Hier oben meine ich. Von oben aus meine ich. Egal. So. Hauptsache, ich schaue hier, ob da irgendwas drin ist. Ne, hier haben wir nur ein bisschen. Oder die restliche Lebensenergie zum Auffüllen. Hallo, hier ist nichts. Okay. Nein. Okay, wir laden hier doch nicht unsere Lebensenergie auf. So, dann gucken wir mal hier, was wir hier noch machen können. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Viech oder so? Dann Räume oder so haben wir hier auch nicht mehr. Die haben wir auch nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen, wir müssen. Wo müssen wir denn nochmal hin? Da rein irgendwie, oder? Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Viecher unbedingt töten muss. Aber hier rüber können wir ja trotzdem. Nicht aufpassen, dass das Viech nicht ranzieht. Oh, okay. Was war das? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Keine Unterwassermonster. Damit käme ich nicht zurecht. So, gut. Ansonsten noch in den. Komm. Schwimmgarten. Mal schauen, ob hier irgendwas drin ist oder nützt das überhaupt. Bringt sich das überhaupt nichts. Okay, dürfte sich nicht viel bringen. Okay, dann müssen wir. Hups. Anscheinend doch hier rein. Das werden wir mal versuchen, ohne hier getroffen zu werden. So, machen wir es so. Erwartet uns ja auch irgendwas. Oh. Ja, hier könnten wir nach oben. Haben wir hier noch irgendwas? Naja, unter Wasser. Sieht auch nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Okay. Hallo? Haben wir auch nichts? Okay. Ich mag Wasser nicht. Ah, Kakerlaken haben wir hier das erste Mal. Gab es im ersten Teil auch, da muss das so lustig zertreten können. So, war hier irgendwas Nützliches drin? Ne. Ah, so. Oh, wir können die Leiter rauf klettern. Aber mitnehmen können wir es nicht. Und hier oben. Ne. Okay, hier geht's dann wieder rein und dann sind wir hier auch auf der anderen Seite. Hallo? Du lebst nicht mehr, oder? Können wir die Kakerlaken noch zertreten? Ne, okay. Aber wir können hier unsere Energie wieder aufladen, das ist etwas nützlicher. So, na gut, dann schauen wir mal weiter. Nichts, auch nichts. Headcrabs sind schon alle tot. Ich weiß nicht, ob sich das was bringt, aber. Wow. Oh. Gott, okay. 90% haben wir gerade Lebensenergie. So, und ich denke, wenn wir das. Hier abschießen, bringt das überhaupt nichts. Gut, dann speichern wir hier, wenn wir alles voll haben und schauen weiter. Hier anscheinend bis jetzt auch nichts. Hallo? Hier irgendwas? Ne. Vielleicht noch eine restliche Energie und dann. Gut. Hallo?
Raufklettern muss man sich immer ja, meistens gleich umschauen. Ich war mir noch so in Erinnerung, bis jetzt ist noch nichts Schlimmes passiert, aber kann mal kommen, oder? So, deshalb. Okay. Ja, wenn wir in einen neuen Raum kommen, gleich umschauen. Vielleicht irgendwas ist, was uns wehtun könnte. So wie hier vielleicht? Nein, nichts, was uns wehtun will. Aber eine kleine Jump'n'Run-Anlage, denn wenn wir hier runterfliegen, sind wir tot. Und hier hängen wir schon lustig, hier irgendwelche Container irgendwie sinnlos in der Gegend rum. Ja, und die, genau die müssen wir benutzen, um rüber zu kommen. Übrigens, da ich ein Let's Play auch anschaue, währenddessen werde ich hier spielen, aber natürlich nicht weiter, also wie ich bin. Habe ich gesehen, dass sich manche Leute schwer tun, hier die Leiter runterzukommen, einfach ganz nach oben klettern und dann, wenn ihr hier dann hinschaut, wo ihr hin wollt, einfach S drücken, also dass ihr nach so nach oben klettert. Weil dann rutscht er nämlich irgendwie nach vor. Und ja, so kommt man da drüber, falls ihr da vielleicht Probleme haben solltet. Kann ja sein. Wenn nicht, dann tut mir leid, dass ich euch für dumm gehalten habe. So, mach ich natürlich nicht. Auch für die, die es nicht wissen, ja. Ich hab's auch einfach nur ausprobiert und es hat geklappt. Ja, der Versuch hier drüber zu kommen ist. Scheitert natürlich kläglich. Hier zu springen ist auch eine blöde Idee. Hier kommen wir sicher nicht rein. Ist ja nicht irgendwas Nützliches. Ne, schaut nicht so aus. Außerdem sind wir hier nicht autorisiert und das bedeutet, wir. Ja, hier speichere ich wirklich und ich habe jetzt noch ein bisschen lauter gedreht. So. Haha, ja, das wird ein Spaß hier. So, sollen wir hier rüber? Ne, das ist eine blöde Idee. Ich würde hier lieber in der Mitte weiterlaufen. Hier oder? Ja. Okay, das ging gerade nochmal so gut. Ist da drüben irgendwas? Ne, da ist ja nichts. Da werden wir nie wieder herkommen. Ha. Okay. Frag mich gerade, was passieren wird, wenn wir einen anderen Weg gehen würden. Aber ich speichere hier lieber nochmal. Bevor ich hier weiter rätsle. So, wow, 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 das war knapp. Jetzt bin ich fast wieder runtergeflogen. Und wir haben es geschafft. So, hier geht's weiter. Gut. Bevor wir weitergehen, nochmal speichern und jetzt geht's weiter. Hallo? Headcrab, irgendwas anderes? Nee. Schon lange nicht mehr. Etwas längere Zeit kann. Keine Aliens getroffen. So, haben wir hier irgendwas? Nö, schon noch alles ruhig zu sein. Gut. Lüftungsschacht. Könnten sie auch manchmal rauskommen. Leben brauchen wir uns nicht umschauen. Haben wir voll. So, hallo. So, Kisten direkt hinter der Tür. Sehen wir, was drin was geruckelt hat? Nein. Oh. Okay. Ja, dann macht ihr lieber so, weil wenn die zu nahe kommen, dann machen sie mir etwas viel Schaden, weil. Also mit der Brechstange kann ich noch nicht so gut umgehen. Zum Glück war es kein Vortigaunt, weil der schießt irgendwie sehr schnell, nachdem er gespawnt ist. Kommt da jetzt noch ein Vieh. Kann das mir vorstellen, weil hier so viel frei ist. Und Schluss noch. Was war das? Okay. Es war nichts. Ganz ruhig. So. Hallo, wo bin ich? War ich hier schon mal? Ja, und zwar war ich da auf der anderen Seite, oder hier unten war ich auch schon mal. Heilige Kacke. Ah, das war das, glaube ich. Okay, dann will ich hier nicht weiter drauf rumlaufen. Platsch. Naja, so. Dann haben wir hier noch. Gut, hier geht dann ein Raum. Machen wir zu? Ja, machen wir zu. Oh, explosive Kisten, das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Hallo? Ja, das hat bedingt geholfen. Hier brennt noch alles, glaube ich. Ich höre es auf jeden Fall. Hallo? Brennt doch nichts mehr? Nee, hier brennt nichts mehr. Okay, kann man vorstellen, dass noch Viecher kommen werden. Kann man das. Ja. Das dürfen wir zerschlagen. Ja, und was cool ist, ist diese Plane, die da runterfliegt, wenn man die Kisten zerstört. Ich habe auch noch nicht erwähnt, schaut aber trotzdem
Ganz schön schick aus, so. Ah, eine illegal gebrannte CD von Rehender oder was das ist? Tarbo, okay. Kenn ich. Mein Lieblingsmusiker, Tarbo. Ah, noch nie gehört. So. Auch keine Explosivkisten. Ich schaue es lieber ein zweites Mal. Ob das Explosivkisten sind oder nicht. So. Ist da jemand drin? Dann werden wir dann nochmal anklopfen können. Mit dem hier nicht. Hier ist auch nichts. Hinter irgendwo vielleicht. Ja, hier können wir zwar her, aber nichts Besonderes. So, hier haben wir noch eine Tür. Hier können wir aber anscheinend nicht ran. Nein. Lebensende gebrauchen wir dabei noch nicht, zum Glück. Die Kisten hier oben? Glaube ich nicht. Ne, machen zwar Holzkisten, Zerstörgeräusche, aber... Nö. Und wir können hier noch rauffahren. Ich glaube zwar, dass oben nochmal gespeichert wird, aber ich speichere jetzt lieber nochmal. Und dann drücken wir halt irgendwo drauf. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo Gordon halt drauf drücken will. Full handle to open door in emergency pull natürlich. Ja, full wäre natürlich Quatsch. Man soll daran ziehen an dem Griff. Der glaube ich nur eine Textur ist. Aber egal. So, schauen wir einfach mal weiter, was jetzt abgeht. Bist jetzt einfach gut weggekommen eigentlich, glaube ich. Ja, wenn wir dann die Lade. Dort das Laden ein bisschen länger. Sorry dafür. Ist natürlich auch für mich nicht so schön, wenn da jedes Mal halbe Minute Ladebildschirm ist. Der wackelt alles herum. Ich hoffe, er wischt jetzt nicht wieder ab. Sieht gut aus. Ich nehme lieber die Pistole. Und wir sind in einem neuen Kapitel Bürokomplex. Gut. Da ist gerade noch hochgezogen worden, deshalb bin ich hier ein bisschen mal vorsichtig. Ja, das ist auch für Headcrabs schädlich. So, und ich befürchte, dass wir auch hier nicht einfach so hingehen dürfen, oder? Ne, da warte ich lieber noch. Willkommen, da gibt es dann noch eine sichere Möglichkeit, daran zu kommen, weil hier sieht es mir zu ungemütlich aus. Es ist einfach eh nicht so viel Leben hier drinnen. Hallo? Kommen wir gleich. Ich bin Gordon. Oh, scheiße. Ich würde ja gerne helfen. Ne. Der war einmal. Was ist mit dir? Hilfst du mir jetzt irgendwie oder... Lässt mich rein oder... Wie war das nochmal? Anscheinend lässt er mich nicht rein. Scheibe zerstören oder so, kann ich auch gleich abschminken. Kommt er wieder? Ne, oder? Ja, der hat sein Ding wieder runter. Ja, dann versuche ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob man da eigentlich reingehen sollte. Ja, aber hier... Ich will hier nicht hingehen. Ich fühle gleich ein bisschen Angst. Hallo, Headcrab? Nee. Ich bin schon gespannt, wann hier der erste Headcrab um die Ecke kommt. Okay. Okay. Erschreck mich bitte nicht. Hallo? Okay. Na! Ha! Ich wusste, da ist ein Headcrab. Sehr gut. So. Bin ich hier jetzt? Wow. Hab ich dich? Okay. Kann man nach oben? Hätten aber auch da hinten nach oben gehen können. Also weiß ich jetzt nicht genau, was jetzt richtiger ist. So, hier haben wir auf jeden Fall Energie. Das bedeutet, wir sind ganz voll. Können wir nicht. Das können wir zerstören, aber ich befürchte, das bringt sich gar nicht viel. Da können wir auch zerstören. Aber ich denke, das bringt sich noch weniger. Eine Tonne, die bringt sich am wenigsten hier. Von den ganzen Sachen, die wir hier haben. Okay, dann bedeutet das, wir brauchen hier... Erstmal nichts, oder besser gesagt überhaupt nichts, oder? Weil hier drinnen sieht es nicht so aus, als ob es irgendwie weitergehen würde. Gut, ja, wie gesagt, ich kenne mich dann nicht mehr so gut aus. Und hier ist auch Endstation, das bedeutet... Ne, das ist nicht zu zerstören. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück.
Aber das hier ein kompletter Blödsinn hier hinzugehen. Da war ein Leben verloren, aber naja. Achso, ich dachte. Hä? Okay, nein, da ist ein bisschen Licht durchgeschannt. So, hier waren ja die Professoren drinnen in dem Raum. So, können wir das Licht auch schön ausmachen. Hallo, ah, da hinten hockt er. So, das ist ein Kasten. Ich muss aber nur aufpassen, dass ich nicht. Oh, das ist kein Kasten. Krieg ich was zu essen? Krieg ich was zu essen? Ich hätte gern ein paar Chips. Chips wäre nett. Oder Pommes. Wide Range, bla bla bla. So. Der Professor ist hier in Gefahr und ich will ihn natürlich. Obwohl ich jetzt ein bisschen Munition verbrauche, glaube ich. Oder ich will nicht riskieren, dass er da reinrennt. Ups. Ach, bitte früher zuschlagen, vielleicht, aber egal. So. Ja. Ich hab eh geschrien. Ja, habe ich wirklich gemacht. So, ja, und jetzt? Da hast du wohl Half-Life 1 nicht gespielt, oder? So, was ist mit dem Fernseher? Alte Kiste hier. Ah, Stereoanlage schaut wenigstens noch halbwegs gut aus. Ne, jetzt ist er weg. Gut, jetzt ist der. Jetzt ist weg. So. Oh nee, ich sehe ja, hier sind sehr viele Mülleimer. Vielleicht doch nicht so der Müll hier, aber. Ich würde sagen, wir müssen hier den Strom abdrehen, oder? Tja. So sieht es nämlich aus. Es ist dunkel. Ich mag die Dunkelheit nicht. Aber jetzt können wir hier die Tür aufmachen, glaube ich. Ja. So, jetzt haben wir den Strom abgedreht. Müsst du hier bleiben, oder? Do you still say there's nothing to chaos theory? Naja. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder volles Leben. In der Tür können wir auch nichts machen. Das ist nur ein Stromkabel und keine Alien, okay. So, ein bisschen weiter. Hier durch, ja, aber hier wartet schon der Headcrab. Tja, das war schon mal. Ein Fehler, dass du behauptest, wir könnten hier durch. Das ist nämlich hier das Fenster. Ein Headcrab jetzt da. Hallo. Kommst du zu mir oder muss ich zu dir kommen? Schafft man es diesmal? Yes! Okay. So. Also das ist nur die Headcrab. Hier steht auch alles unter Strom. Das war's auch. Ja. Ne, ich bin nicht so begabt, hier direkt auf Headcrabs zu schießen. Jetzt wird hier, schätze ich mal, wieder verschlossen. Und hier sollten wir auch noch rein, wenn wir. Ja, wenn wir gegrillt werden wollen, sollten wir hier nur reingehen. Da ich das jetzt ungern will, kommen wir hier wirklich nicht ran. Ah, dann können wir hier nicht durch. Okay, ich höre die ganze Zeit hier. Ein Zombie. Können wir auch nicht ran. Was denn der von uns da drin, oder? Hier. Ah, hier hinten irgendwo. Okay, die Tür ist zu. Oh, ich kann hier leider nichts erkennen. Hier sind sie. Ah. Okay, wir brauchen doch einige Munition. Wer lebt denn da noch, der da? Au! Mann! Lebt der Headcrab noch? So! Das war's auch mit dir. So, okay. Okay. Ja, ich habe auch in einem Let's Play gesehen, das habe ich irgendwie nicht gewusst aus irgendeinem Grund. Weiß man das normalerweise? Ich weiß nicht. Ich habe jedenfalls nicht gewusst, dass wenn man die Leuchtfackel nimmt und zu irgendeinem Zombie hingeht, dass man den anzünden kann. Okay. Hätte vielleicht für später aufheben können, aber jetzt ist es sowieso auch zu spät. Haben wir hier drin irgendwas? Können wir hier irgendwie rein oder so? Bis jetzt habe ich keine Möglichkeit.
Irgendwas Nützliches drin? Nee. Ah, hier können wir nichts ran. Hier können wir vielleicht ran. Ja. Können wir. Will ich die Tür öffnen? Nein. Ah, hier haben wir noch eine, hätten wir noch eine Leuchtfackel und ein bisschen Munition. Ups. Ah, Duckjump müssen wir hier machen. Und hier geht's dann ja weiter. Okay, haben wir im Blue Screen, ist alles kaputt. Ha, okay. Dann wollen wir mal hier weitergehen. Hier sehe ich schon jemanden stehen, das ist ein Wachmann, glaube ich. Aber bevor wir zu dem gehen, würde ich mal sagen, ich mache hier noch eine Pause. 20 Minuten waren das jetzt schon wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim Zuschauen natürlich. Wenn man Spaß hier haben kann, wenn man irgendwelche Zombies verprügelt. Ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Bis jetzt die Mod, natürlich. Und ja, hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Und wir sehen uns ja dann. Und bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Tschüss.